mein Fischertechnik-Speicher. Er speichert ein Bit. Das aktuelle iPad, das iPad 4, speichert 8 Milliarden Bit im Arbeitsspeicher. Der Flash-Speicher im iPad 4 speichert 1 Billion Bit. Jetzt zeige ich ihn euch einmal. Wenn man hier drückt, geht da oben das Lämpchen an und bleibt an, egal ob man nochmal drückt. Wenn man hier drückt, geht das Lämpchen aus und bleibt aus, egal ob man nochmal drückt. Und so geht das immer weiter. Und jetzt zeige ich euch, wie der Apparat funktioniert. Hier kommt der Strom rein. Dann fließt er zu diesem Schalter, fließt aber nicht weiter. Und bis hierhin fließt aber auch nicht weiter. Wenn man jetzt hier drauf drückt, fließt er weiter zur Spule. Die Spule geht an und drückt die Schalter hoch. Dadurch wird hier unten Strom auf diese Leitung gelegt. Dadurch fließt Strom über den Schalter, der die ganze Zeit Strom durchlässt, außer wenn man drückt, zur Spule. Das heißt, es bleibt oben. Und etwas weiter oben wird die Lampe eingeschaltet. Hier geht's zur Lampe. Wenn man jetzt auf den Taster drückt, verliert die Stromquelle Kontakt mit der Spule. Und dadurch kracht der ganze Strom zusammen und es beginnt wieder von neuem.